So, so. Die nehmen wir noch raus, die packen wir dafür rein. Und die Breaks, die fertigen, packen wir hier mal mit zu dem Clay. Die Lotusblüte. War ja eine schöne Idee, hat aber leider nicht geklappt. Bisschen Cobblestone. Ich sehe hier gerade, ich habe Lithor, ich habe Aluminium wieder und Silber. Wieder alles so Sachen, die man mal so zeitlich irgendwann mal schmelzen muss. Und die Diamanten, die restlichen, packe ich mal hier hin. Und wir können, ja, die Zäune auch noch, wir können theoretisch hinunter ins Übel. Oh je, ich hoffe, ich kenne mich da noch aus. Wir haben da schon so viel Glowstone geklaut. Ich hoffe, die Götter da unten sind nicht erzürnt, dass wir das machen. Teufel wird erzürnt sein. Ich weiß nicht, ob er mir überhaupt noch zuhört. Ich weiß, er ist da. Das ist schon mal viel wert. Aber ob er darauf reagiert, das ist eine andere Frage. Was macht denn... Ihr wollt mich doch veräppeln. Was macht ihr denn hier unten? Wollt ihr mal dem Teufel guten Tag sagen oder was? Ich gehe... Oh. Ach ja, die mögen mich ja. Ach ja, hier war jetzt das Problem mit den Shadern. Dass die wahrscheinlich zu dunkel sind. Für den Stream zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei YouTube aussieht. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Oh, oh. Ich verlaufe mich doch schon. Nee, ich muss, glaube ich, runterlaufen, ne? Nee. Das war der falsche Weg. Ich werde mal eben mein Musikdingens umschalten auf den hier. Was hat der denn da auf? Eine tolle Skimütze. Da ist das nächste Portal. Ich glaube, wenn ich mich noch richtig dran entsinne, bin ich immer nach da hinten gegangen. Da oben ist auch was. Oh Gott, da muss ich aber akrobatisch sein, um da hinzukommen. Da hinten ist auch noch was. Ich möchte natürlich nicht zu viel klauen, ne? Da oben! Wieso bin ich denn da eigentlich nie hingegangen? Uah! Ich bin gerade durch irgendeine Pflanze gelaufen, die mich tötet. Oh, Backe! Rote Creeper, die sofort explodieren. Ich kenne dich noch. So, der Schleim ist weg. Oh, ihr habt aber ein gutes Loch hier reingesprengt. Ich nehme mal den Seelensand mit. Man kann ihn vielleicht für irgendwas gebrauchen. Vor allem, um Netherwarzen zu züchten. Das werden wir wahrscheinlich auch mal machen müssen. Ich werde mal eben meine Fackel dahin packen. Ich höre einen Ghast. Das ist meistens kein gutes Zeichen. Und ich höre sogar eine Spinne. Komm her, Spider-Man. Aus der Hölle. So, Spider-Man aus der Hölle hat sich gerade ausgelebt. Ist das toll. Warum habe ich denn das hier nie genommen? Ich nehme auch einfach mal kackendreist alles mit. Oder ich lasse ein bisschen was da. So. Wie viel habe ich denn jetzt eigentlich schon? Am Manne? Das wird, denke ich mal, reichen. Die lasse ich da mal, damit das hier nicht ganz so dunkel ist. Da hinten ist es pechschwarz. Jetzt weiß ich, was die meinten, die Leute, wo ich das mal gemacht habe, dass ich in Nether gegangen bin mit Shadern. Ist viel zu dunkel, Terra. Aber ich finde das gerade so schön, wenn man damit in Nether geht, weil man halt nichts mehr sieht. Es ist ja schließlich dunkel hier unten. Ich meine, hier kommt ja keine Sonne hin oder so. Das Einzige, was das hier erleuchtet, ist die Lava.
die kochend heiße Lava. So, und hoch. Wir laufen, 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 laufen. Wir laufen nach zu Hause. Sind wir noch lange nicht. Das war bestimmt die kurze Version. Ja, es war die kurze Version. Schade eigentlich. Ich habe nämlich das ganze Lied noch mal ein bisschen länger gemacht. Das war auf jeden Fall von Stardew Valley. Und Stardew Valley ist ja auch ein Spiel, was in diesem Jahr erschienen war. Und das hat wahnsinnig gut... Es ist eingeschlagen wie eine Bombe, will ich einfach nur sagen. So, jetzt wieder umschalten zu Tag. Mann, ich schalte hier ständig hin und her. Ein Glowstone-Block. Ich kann den ja auch noch frisieren, nur ich habe das Schisselwerkzeug natürlich auch nicht mehr. Wie war denn das jetzt wieder? Schisselwerkzeug. Ich glaube, das und das. Nö. Schisseldizzle. Wo ist es denn? Da. Oh. Sieht aus wie eine... Also, was ich da machen muss, sieht aus wie eine Fliegenklatsche. So. Wie sehen denn so die Blöcke aus? Oh, die sehen ja alle so furchtbar aus. Ich glaube, ich... Upala. Ich lasse das dabei, dass ich mir den Block da rausnehme und mir noch so einen mache. Ach, jetzt ist schon wieder duster hier. Dann machen wir uns hier nämlich mal... Ein bisschen Angst macht mir das gerade. Dass es dunkel ist. So kann man es machen. Aber ich werde mich jetzt erstmal schlafen legen, bevor ich jetzt nach Holz suche. Weil wir haben ja Holz vor der Haustür. Man muss es halt nur benutzen. Das ist halt der große Clou dabei. Heps! Und runter! Yay! Rauslaufen! Oh nein! Oh nein! Dieser Baum... Oh, oh, dieser blöde Baum. Warum ist denn der so gewachsen? Der ist auch so gewachsen. Das sind ja drei Mammutschiffe. Alter! Schiffe vor allen Dingen. Das sind Bäume. Das sind keine Schiffe. Ihr wollt mich doch auf den Arm nehmen. Hier fäll ich doch jetzt über eine halbe Stunde. Naja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber... Warum müsst ihr denn immer so wachsen? Ich glaube, ich muss mit Tinkers Constructs noch ein bisschen arbeiten. Das habe ich auch noch nicht gemacht hier. Weil dann könnten wir endlich mal einen Baum mit einem Schlag fällen. Nicht ganz einen Schlag, aber... In den... Es ist auf jeden Fall weniger, was wir da draufhauen müssen. Und jetzt hat es gerade geruckelt wie Sau. Weil sich wahrscheinlich der Baum gerade in seine Einzelteile zerlegt. So. Hier ist noch mehr. Ach ja, hier kommt man gleich in den nächsten Baum. Ist ja ein Traum. Da ist noch mehr. Noch mehr. Und löst du dich auch? Ja, bisschen. Die Frage ist ja, wo hört der Baum auf? Geht der noch höher? Der geht noch höher als der, wo ich jetzt drauf bin. Ich habe jetzt nur ein bisschen Angst, wenn ich hier das alles wegmache, dass ich gleich abstürze. Lieber auf Holz stehen. Da. Boah, wie weit gehst denn du noch hoch? Halleluja. Mammutbaum.
hoffe, die nächsten Bäume wachsen nicht so hoch. Und zündeln möchte ich hier echt ungern, weil das Problem ist, wenn ich hier rumzünde, dann könnte der ganze Wald in Gefahr sein. Und das möchte ich wirklich nicht machen. Hinterher, zack, kommst du irgendwann mal wieder ins Let's Play zurück und dann siehst du, was, wo ist denn der ganze Wald? Ist ja alles kahl. Wann hast du die alle gefällt? Ja, ich habe sie alle abgefackelt. Nee, nee, nee. So weit wollen wir es gar nicht erst kommen lassen. Löst sich denn der Baum jetzt mal so langsam auf? So. Das ist schon mal getrennt voneinander. Und da auch. Und da ist, glaube ich, noch Holz irgendwo drin. Hier. Oh. Das war fast Fehler. Ein Fast-Fehler. Sowas habe ich auch noch nie gehört. Solche Wörter denke ich mir aus. Da muss doch noch was drin sein. Da ist tatsächlich noch was drin. So. Da ist auch noch was zwischen. Alter Lachs. Ich habe jetzt schon bald 64 Holzblöcke zusammen. Nur weil ich diese beiden Bäume gefällt habe. Also, ich sag mal so, mit dem Holz werden wir so einige Zeit aushalten. Wahrscheinlich nur 5 Minuten, aber hey. Immer positiv denken. Oh, da oben scheint irgendwie noch was drinnen zu hängen. Hüpsa! Na toll, da komme ich nicht hin. Na, das ist ja praktisch, dass ich hier noch dran hochklettern kann. Da ist er. Da ist der böse Holzklotz. Das war's jetzt aber auch an der Stelle. Und hier muss auch noch irgendwo was zwischen sein. Da. Ist es jetzt fertig? Oh, Backe. Endlich geschafft. Nee, doch nicht. Und das ist schon wieder ein Baum. Das ist noch ein anderer Baum. Es sind 3 Bäume insgesamt gewesen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe einen 64er Stack voll. Na, ja, ich meine, warum nicht? Ist doch auch mal was Tolles. Einfach mal was geschafft, was die anderen nicht geschafft haben. Hallo, Zombie-Mann! Hey! Und tot. So. Wie viel habe ich denn jetzt? 85? Quatsch, 89. Mann, oh Mann, oh Mann, ist das viel. Also 89 Holz? Nicht schlecht. So, jetzt mache ich mir erstmal ein paar Klappen. Ich hatte, glaube ich, auch noch welche, ne? Nö. Hatte ich tatsächlich nicht mehr. Die habe ich ja schon verbaut. Machen wir noch mal ein paar. Ich glaube, das müsste reichen. 8 Stück. Das sind wahrscheinlich schon wieder viel zu viel. 1, 2, 3. Okay, es war tatsächlich ein bisschen viel. Ich habe jetzt noch 4 übrig. Die könnte ich dann da oben so dran machen. Das sieht tatsächlich mal nicht schlecht aus. Ich habe das jetzt einfach mal aus Jux und Tollerei gemacht, aber irgendwie gefällt mir das. Hier so ein paar Klappen dran zu machen. Da sieht der Balkon etwas wuchtiger aus und nicht so mickrig. Ich werde das erstmal so lassen. Ihr könnt ja mal eure Meinungen dazu schreiben. Wenn der Zombie tot ist, natürlich. Und, dann bin ich echt mal gespannt, was ihr dazu sagt. Also, das Haus hat sich jetzt schon gewaltig gewandelt. Ich hole jetzt nochmal.
Es ist nämlich jetzt gleich 6:30, deswegen, ich hole mir jetzt noch mal ein bisschen Wolle. Heps, heps, heps. Bis 6:30 wollte ich ungefähr machen. Das kommt ja gut hin. Hier packe ich jetzt erstmal wieder den Cobblestone rein. Nicht, dass es heißt, ich werde das nie machen. Schnipp, schnapp. Schnipp, schnapp. Schnipp, schnapp. Oh. Ist jetzt ja nicht so eine große Ausbeute gewesen. Wobei es geht. Oh. Ich mache gerade einen Fehler. Hier, das brauche ich eigentlich nicht. Es wäre nur schön, wenn das rote Schaf und das schwarze Schaf sich nochmal dazu bereit erklären würden, dass wir noch ein bisschen mehr Wolle kriegen. Aber so kann ich dann schon mal da oben wieder ein bisschen weitermachen. Auch wenn es jetzt insgesamt nur 6 Teppiche sind, haben wir da auf jeden Fall schon mal einen kleinen Fortschritt erzielt. Hüps! So. Teppich, Teppich. Teppich. Teppich, Teppich, Teppich. So. Tja, was sagt man denn dazu? Ich esse jetzt noch einen Apfel vor Freude. Zum Glück heißen wir nicht Schneewittchen und essen den vergifteten Apfel. Tja, was soll ich sagen? Es war eine sehr, 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 sehr gemütliche Runde heute. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir sind jetzt bei fast 3 Stunden angekommen. Mit der Aufnahme. Und der Chat... Moment, ich will das jetzt mal selber gucken. Uptime. Oh, doch, es funktioniert. 224 Nachrichten, 3 Stunden 36. Mein neuer Rekord. So lange habe ich, glaube ich, noch nicht einmal am Stück irgendwie gestreamt. Zumindest ist es, wenn, dann schon Ewigkeiten her. Und aufgenommen Minecraft 3 Stunden? Ja, das ist auch mal was Neues. Ganz im Ernst, ich freue mich, dass wir das endlich mal wieder gemacht haben. Ich habe mich lange wirklich darauf vorbereitet, dass ich endlich mal wieder Minecraft spiele. Dafür werden... Ich habe auch noch ein Video werde ich auch noch machen, weswegen zum Beispiel so einige Sachen nicht mehr kommen. Sowas wie No Man's Sky beispielsweise. Das wollte ich jetzt hier nicht ansprechen hier im Let's Play, weil das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen. Und da werde ich noch mal ein extra Video zu machen. Wenn es dich interessieren sollte, guck doch einfach mal auf den Channel vorbei. Bis dahin müsste das Video eigentlich da sein. Und da werde ich erklären, warum kein No Man's Sky mehr kommt. Was das für, tja, Gründe hat zum Beispiel. Tja, jetzt bei aufregender Musik werde ich mich recht herzlich bedanken bei allen Leuten, die hier zugesehen haben live und die sich das Ganze hier auch nochmal auf YouTube antun. Vielen, 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 vielen lieben Dank, dass ihr da wart, dass ihr das euch angetan habt, dass ihr vor allen Dingen so eine Geduld mit mir habt, nicht irgendwie geschrieben habt, wann kommt denn endlich wieder Minecraft? Tja, es kommt halt, wann es kommt. Es kübt, wie es kübt. Ne, wie sagt man? Es kübt, wie es kübt. Irgendwie so ähnlich war das. Ich hole mir jetzt nochmal schnell die Wolle hier. Bei aufregender Musik muss man ja Wolle klauen und die ein bisschen nackig machen und alles. Oh, hast du auch nochmal ein bisschen braune Wolle? Nee, aber wirklich, ich glaube, ich werde das demnächst jetzt immer so machen. Dass ich das Minecraft-Let's Play mit dem Twitch-Stream irgendwie kombiniere. Natürlich ist es auf YouTube dann ohne Facecam. Das ist dann halt ganz exklusiv nur auf Twitch, weil... Naja, ich muss halt noch ein bisschen rumexperimentieren, weil ich habe nämlich immer so das Gefühl, dass auf OBS die Qualität noch nicht so gut eingestellt ist. Da muss ich noch ein bisschen dran rumfeilen. Und vor allen Dingen werde ich mir demnächst auch noch eine neue Cam zulegen, damit es dann auch dem Standard von YouTube entspricht. Man muss ja heutzutage schon Qualität aufweisen. Wenn man die nicht aufweist, ne, dann ist das schlecht. Und auf YouTube ist es leider arg so geworden, dass man immer wieder aufrüsten muss. Aber ich mache das ja nicht, weil ich es muss. Ich mache das einfach, weil ich es kann. Und weil ich Spaß dran habe. Na gut, dann gehen wir hier ins Hütte. Und ja, jetzt ist die Musik zu Ende. Ich hätte das eigentlich so timen müssen, dass die Musik genau dann zu Ende ist, wenn ich aufhöre. Aber in diesem Sinne, vielen lieben Dank nochmal. Und wir sehen uns dann in der nächsten Runde von Minecraft wieder. Und vielleicht sogar in einem anderen Let's Play-Projekt. Ich werde auf jeden Fall mein Bestmöglichstes versuchen, dass hier wieder mehr kommt.
Aber wie gesagt, ich kann das immer sehr schlecht sagen, ob es klappt, ob es nicht klappt, da ich ja berufstätig bin. So oft ich das auch sage, es wird halt nicht besser. Aber trotzdem, manchmal muss man das mehrmals erwähnen, weil sonst kommen immer die Fragen auf und das möchte ich halt verhindern. Deswegen sage ich das von mir aus auch tausendmal. Aber wie das halt so ist. So, jetzt habe ich mich schon wieder dafür bereit erklärt, dass ich hier weitermache. Oh Gott. Terra, jetzt mach endlich die Aufnahme aus. Du willst doch das hier nicht in die Länge ziehen mit dem Verabschieden. Doch, will ich. Okay, nächstes Mal machen wir hier am Haus weiter. Mal sehen, wie es dann am Ende aussieht. Und jetzt reicht es wirklich mit Gequatsche. Ich habe schon alles gesagt. Von daher, auf Wiedersehen und einen schönen Abend. Und einen schönen Tag, ganz egal, zu welcher Zeit du guckst. Mach's gut, bye bye und tschüss.